acted all alright. Had no need to fight tonight, tonight. Oh, der hackt. Jo Leute, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir spielen heute eine kleine Runde Felix 2 Bed Wars auf der Map Bricks. Ist eine neue Map auf Revi. Oder jetzt neu geworden und mein Mate denkt sich auch, er muss stabben. Und zwar hatte ich letztens in einem Community-Eintrag so gefragt, yo, habt ihr ein paar Themen für mich, über die ich reden soll, wo ich mir meine Meinung dazu sagen soll. Und ganz viele oder relativ viele haben mich gefragt, so, ja, red mal über Mobbing oder über Cybermobbing. Cybermobbing und Mobbing für ein Video ein bisschen zu viel wäre. Mache ich einfach ein Video über Mobbing. Ist ja auch so ein Thema, wo jeder drüber redet, wo es auch so viele verschiedene Meinungen gibt. Und es ist auch schon riesigen Diskussionsbedarf dazu, egal ob in Medien oder generell in Deutschland schon gab, so. Oh, der hackt. Ganz kurz im Voraus. Und zwar auf meiner Schule gibt es nicht so Mobbing, wie es so beredet wird. Und ich kann da auch nicht viel zu sagen, weil ich wurde noch nie gemobbt. Sowie, ich kenne auch nicht, alles klar, der hackt so obvious rein, der Typ. Ich kenne auch nicht krass viele Leute, die schon mal richtig krass gemobbt worden sind oder so. Daher kann ich da nicht so viel zu sagen, leider. Nur, ich sag euch ganz ehrlich, ich finde es absolut, wirklich absolut lächerlich, wenn in einer Klasse jemand rausgepickt wird, der dann gemobbt wird von keine Ahnung wie viel anderen Kindern. So, eine Klasse ist eigentlich dafür da, um zusammenzuhalten, um gegen die Lehrer zu gehen, Leute. Geht gegen die Lehrer und nicht gegen euch selbst. Das ist doch absoluter Schwachsinn, wenn ihr gegen euch geht und nicht gegen die Lehrer. Ach du Scheiße, der Typ. Der Typ macht dich fertig. Oh. So, es ist doch auch, stellt euch vor, neues Mädchen kommt in die Klasse. Ihr einzelner Junge pickt euch mit 5 anderen Jungs das Mädchen raus und mobbt es. Das ist doch, ich finde sowas maximalstens lächerlich. So, wie gesagt, geht doch lieber gegen die Lehrer und lasst euch gegenseitig in Ruhe, beziehungsweise versucht einen Klassenzusammenhalt aufzubauen, anstatt so gegeneinander zu mobben. Und egal was ich mache, ich werde so oder so sterben, ne? Falls ist euch eben aufgefallen. Haben wir sein Bett, Leute. Und ich, da brauche ich mit Stick kann ich ja eh nichts machen, Alter. Und wie gesagt, an unserer Schule, ich hab's, ja, danke, er wurde gebannt, super. Ich hab's auch so noch nie mitbekommen, bei uns in der Klasse oder in der Schule wurde noch nie so richtig öffentlich einer sich rausgepickt, der wirklich irgendwie einen Monat lang, nicht mal einen Monat, nicht mal, der dann wirklich gemobbt worden ist. Klar, es gab mal hier die eine Zickerei, die andere Zickerei, vor allem von Mädchen hauptsächlich. Jetzt keine Vorurteile oder so, Leute. Aber da gab es ganz oft Zickeleien bei uns. Nur unter den Jungs, da gab es eigentlich nie groß Stress so. Bin ich ganz ehrlich. Das Einzige, was mal bei uns passiert ist, war, glaube ich, ich bin gar nicht sicher, in der 7. wurde einer von uns richtig auf dem Schulhof zusammengeschlagen von einem 9-Klässler. Und daneben, müsst ihr vorstellen, stand ein Lehrer. Und der hat nichts gemacht, außer zuzugucken und zu sagen zu dem 9-Klässler, ja, hör doch jetzt bitte auf. Währenddessen der 9-Klässler wirklich auf unseren Mitschüler eingedroschen hat. Warum baut der einen OP-Way, Junge? Ich hab nichts zum Bauen. Von einem OP-Way. Woo! Bau doch ab, Mate. Bau das scheiß Bett ab jetzt. Danke. Und naja, auf jeden Fall, der Lehrer wurde dann später auch angezeigt wegen unterlassener Hilfeleistung. So, weil der ist da wirklich mit einer gebrochenen Nase, der ist blutend vom Schulhof verschwunden. So, das war wirklich mega krass, das eine Mal da. Nur sonst gab es bei uns wirklich noch nie was so krass Großes. Und wie gesagt, Leute, kurzes Statement jetzt nochmal. Ich kann es null nachvollziehen, wenn wirklich 23 Leute ein sich auspicken und den mobben. Egal, ob es einer, ob es zwei sind, den ihr mobbt, das ist scheißegal. Egal, wie hart ihr euch nervt, ihr werdet immer auf Personen treffen, die kacke für euch sind, die ihr nicht magt. Und trotzdem könnt ihr dieser Person dann nicht
die Fresse einschlagen oder weiß ich nicht was mit der machen. Das ist scheißegal, ihr müsst lernen damit klarzukommen. Und wie gesagt, Leute, verbündet euch lieber gegen den Lehrer und nicht gegeneinander. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schreibt gerne mal eine Bewertung und eure Meinung dazu. Und falls ihr mal gemobbt worden seid oder gemobbt werdet und dazu Stories oder so habt oder überhaupt darüber schreiben könnt, dann würde ich mich darüber wirklich über eine Story in den Kommentaren freuen. Weil, wie gesagt, ich konnte sowas noch nie nachvollziehen. Ich habe sowas noch nie miterlebt, glücklicherweise. Und ja, bis zum nächsten Mal und ciao.